wie Putins Rede von der Eröffnung des neuen Daimler-Werks in der Region Moskau in deutscher Übersetzung. Wir sind hier auf einer sehr schönen und wichtigen Veranstaltung für unseren Automarkt, der Eröffnung eines neuen Autofabrik, eines großen und angesehenen Unternehmens in der Welt und in unserem Land Mercedes-Benz. Ich weiß, wie lange die Gespräche gedauert haben, wie lange das Unternehmen für seine Investitionsabwägung brauchte. Wir möchten uns bei den Mitarbeitern von Mercedes-Benz dafür bedanken, dass sie diese Entscheidung getroffen und praktisch umgesetzt haben. Nur 1,5 Jahre waren für den Bau dieser Anlage erforderlich. Wie ich schon sagte, sollen 25.000 Autos in 4 Varianten produziert werden. Das Werk wird fast 1.000 Menschen beschäftigen. Schon jetzt arbeiten dort 500 bis 700 Leute, bereits aktiv. Eine erste Betriebsversammlung wurde bereits durchgeführt. Es ist geplant, in den nächsten 10 Jahren aus allen Ebenen unseres Haushalts etwa 4 Milliarden Rubel zu zahlen. Die Gesamtinvestitionen in die Anlage betragen etwa 19 Milliarden. In Zukunft werden wir sicher Projekte dieser Art unterstützen, die sowohl von russischen Unternehmen als auch unseren ausländischen Partnern gemeinsam durchgeführt werden. Natürlich sind wir überzeugt, dass dies zu einer Steigerung der Kompetenz der russischen Automobilindustrie und Befriedigung der Bedürfnisse unserer Verbraucher führen wird. Und der russische Markt ist einer der größten in Europa. Im letzten Jahr stieg die Pkw-Produktion um mehr als 13%. Ich bin sicher, dass Mercedes-Benz uns nicht enttäuschen wird. Und wir werden selbst alles dafür tun. Wir werden unseren Partnern helfen, damit sie von der Art, wie wir in Russland produzieren und arbeiten, nicht enttäuscht sein werden. Darüber hinaus verfügt Mercedes-Benz in Russland bereits über gute Erfahrungen mit den Automobilkonzernen GAZ und KAMAZ, wo der Konzern seit langem Autos baut. Sie wissen, dass Ihr bescheidener Diener und viele seiner Kollegen Mercedes-Autos verwendet hat und immer noch verwendet, die sich weltweit als hochwertige Fahrzeuge etabliert haben. Unter russischen Verbrauchern wird Mercedes auf jeden Fall beliebt sein. Ich möchte Ihnen allen noch einmal zu diesem Ereignis gratulieren und wünsche allen, die dieses Projekt organisiert haben, Erfolg bei seiner weiteren Entwicklung und bei der Arbeit in diesem Unternehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Организовал этот проект, кто будет его развивать и кто будет работать на этом предприятии. Благодарю вас за это. Die Rede wurde übersetzt nach dem Originalmanuskript des Kreml. Aktuelle News, Hintergründe und Interviews aus Moskau jeden Sonntag bei uns mit Julia Dudnik bei Russland direkt. Klickt auf den Link. Schaut in unserem Shop vorbei oder abonniert uns für aktuelle Russland News.